am 14. Juni, da geht's los. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Und eine Deko habe ich mir einfallen lassen, ausgedacht. Und zwar für die Deutschland-Fans, für eure Party. Ende Mai, Anfang Juni blüht das ganze Gras überall und natürlich eignet sich das richtig, richtig gut. Ich war jetzt heute mal draußen und war da auch gar nicht auf einer Wiese. Und zwar war ich nur am Straßenrand und habe mir jetzt hier wirklich so eine gute Hand, so ein Bündel gepflückt und habe jetzt hier auch gesehen, dass ich unterschiedliche Grassorten bei habe. Das ist jetzt hier dieses Mäusegras und komme jetzt hier wirklich bei und entferne ringsherum dieses Gras und ziehe mir das runter. Kann dann auch noch ein Messer nehmen und sortiere mir dieses und lege mir eine Sorte erst einmal auf einen Stapel. Hier habe ich darauf geachtet, dass ich gleich alle Ähren schön glatt und gleichmäßig oben hinlege. Und wenn mal eine Ähre ganz, ganz groß ist, denn meine Blumendeko soll gar nicht so riesig groß werden, dann mache ich das einfach so ab. Und habe mir jetzt überlegt, okay, ich möchte nur ein Glas machen. Und da brauche ich jetzt ja nicht so einen Riesenbund trocknen. Und kann mir das jetzt hier gleich abschneiden. Ihr könnt das ganz einfach ausrechnen, indem ihr beikommt und messt euer Glas oder euer Gefäß aus. Und nehmt dieses mal 2,6. Und so lang sollte dann euer Getreide sein. Jetzt komme ich zum Ende bei und nehme ganz einfach zwei Gummis am liebsten. Mach mir die hier rum. Ein Gummi kann immer mal reißen. Und nehme einen Draht und stecke den Draht von unten rein. So. Und kann den rüberklicken. Und kann jetzt hier oben ganz einfach so einen Haken biegen und kann hier meinen Bund überall zum Trocknen aufhängen. Das gleiche mache ich mit dem Glatthafer, dass ich mir auch erstmal wieder so einen Bund fertig mache. Mit dem Knollgras mache ich das genauso wie mit den anderen Gräsern. Also wenn jetzt hier das so lang runter ist, mache ich es einfach ab. Und hier lässt sich das Gras jetzt sehr gut entfernen. Und das Lischgras seht ihr ja, das ist jetzt hier ganz, ganz fein. Da gucke ich jetzt nur, da mache ich jetzt an den Seiten auch nichts ab. Da gucke ich, dass oben alle Spitzen gleich lang gelegt sind. Und hänge das dann so auf. Ganz zum Schluss ist jetzt noch die Traspe dran. Geht auch wieder sehr schnell. Ich nehme jetzt einfach ein anderes Bund. Und habe gleich die gleiche Länge. Zeig's nochmal
von der Seite, wo die Ähren sind, reinpicken. Ruckzuck zum Trocknen. Das ist eben eine sehr schöne Sache jetzt eben Ende Mai, Anfang Juni. Ich werde jetzt noch mal insgesamt schauen und mir solche Halme noch holen, und zwar für Strohsterne basteln, sind die jetzt auch super, weil die findet man so jetzt eigentlich nur in dieser Jahreszeit, weil ansonsten eben auch viel abgemäht wird oder die umgeknickt werden. Und so kann es jetzt in Ruhe trocknen. Und jetzt nach drei Tagen ist das Gras jetzt so schön ausgetrocknet. Seht, steht jetzt richtig schön hoch und ist richtig fest. Jetzt komme ich bei und habe mir besorgt, und zwar solche Bänder, bunte Bänder. Die sind jetzt 3 mm, ist mein Schleifenband breit. Und ich schneide mir jetzt, nehme wirklich ein Lineal, dass ich alle Farben nachher auch ungefähr gleichmäßig habe. Und messe mir hier 15 cm ab. Ich muss hier mal ausprobieren, wenn ihr anfangt. Denn euer Schleifenband kann jetzt ja auch breiter sein. Also das ist jetzt. Oder ihr könnt eben halt auch Gummis nehmen in den dementsprechenden Farben oder eben Filz oder Wolle oder Papier. Also das gibt so viele Möglichkeiten, jetzt hier die Farbe zu gestalten. Wichtig ist ja halt wirklich nur, dass man für das Land eben für das, wo natürlich das Herz für schlägt, eben die richtigen Farben wählt, und dass da ja genug Materialien gibt, findet ja jetzt auch jeder seins. Jetzt habe ich hier praktisch Schwarz-Rot-Gold. Mache hinten meinen Gummi ab und gucke nochmal und ziehe meine Ähren wirklich hier schön zusammen und dran. Dass ich oben so ein richtiges schönes Bündel habe. Natürlich mit Schwarz an für Deutschland. Und zwar mache ich das jetzt mit einer Klebepistole. Halte ich fest, natürlich nicht die Finger. Mache ein kleines bisschen Klebe rauf und warte erstmal einen ganz kleinen Augenblick. Und drücke das dann. Ganz einfach fest. Kann jetzt das Schleifenband richtig schön runterwickeln. Bis zur nächsten Farbe. Hier könnt ihr auch
doppelseitiges Klebeband, Sekundenkleber. Also hier gibt es jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das anzukleben. Jetzt aber, ihr seht, bei der Klebepistole, wenn es dann nachher trocken ist und was da drüber ist, kann man es einfach auch wieder schön abmachen. Ist natürlich super fest. Was es jetzt aber nicht darf, es darf also ja nicht in den Regen kommen, dann wird es abgehen, weil Klebepistole ist ja immer, wenn Wasser rankommt, dann löst es sich ja wieder. Also ich halte das Schleifenband und drehe das Gras. Ja, ganz zum Schluss mache ich mir hier ein kleines bisschen ran. So dass ich das jetzt hier in die Spirale nicht weiter nach unten ziehe, sondern dass es eben gerade geschlossen ist. Natürlich jetzt hier bei der Klebepistole habt ihr es anschließend, dass ihr eben alle Fusseln noch entfernen müsst. Das lasse ich jetzt auch erstmal ganz kurz so antrocknen und gucke dann nachher alles durch. So mache ich mir jetzt alle meine Bunde fertig. Manche habe ich, die jetzt richtig schön dick sind, dass ich davon zwei Bunde gleich mache. Und ja, achte ungefähr, dass ich so jetzt hier die gleiche Stärke eben an Grashalme unten habe. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt eure kleinen Grasbündel mit der Deutschlandfahne ja, zu dekorieren oder zu staffeln. Also einmal habe ich jetzt hier alle Fahnen so zusammengenommen und jetzt sind natürlich jetzt hier oben die Gräser nicht gleichmäßig. Also ich komme jetzt wirklich bei und nehme die Gräser und lege die auch in die Spirale, lege die Gräser mit den langen Halmen in die Mitte. Und lege alle Halme möglichst jetzt hier gleichmäßig an, dass sie nachher eben schön kuppelförmig sind. Und achte jetzt gar nicht auf die Fahne. Für die Dekoration nehme ich ein ganz einfaches Wasserglas und messe mir das aus. Das sind jetzt etwa 13 cm. Und die 13 cm, da rechne ich jetzt aus, und zwar mal 2,6. Da kommt dann raus 33,8. Und jetzt nehme ich mein Bündel und gehe jetzt hier ganz locker, auch ganz einfach rüber. Also ihr braucht das da auch nicht genau auf dem Millimeter machen.
Okay, ich habe jetzt hier 33,8 und schneide jetzt hier mir mein Bündel ab. Man kann ganz einfach das schön reinstecken und denke mal, euch für die WM-Deko für 2018 gefallen. Und wenn es gefällt, ja, der teilt das natürlich in den Communities und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Ja, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß. Und ich lege euch auch jetzt hier in die Infobox rein, ganz genau hier, wann die deutsche Mannschaft spielt. Also klickt dann mal runter in die Infobox.